Das ist nicht mein Nachbar. Wer hat das bitte da dran geschrieben? Und das perfekte Ketchup dafür verschwendet. Freunde, heute sind wir mal ein Sicherheitsmann. Oder irgendwie sowas. Das bedeutet, wir müssen diesen Ort beschützen. Oh, okay. Es geht los. Und wir starten anscheinend mit einem Film, Freunde. Und der folgende Film ist eine Produktion von DDD. Mit bildenden Inhalten. Was war das? Wenn du diesen Film schaust, weil du dann nur ein Sicherheitsmann bist, in dem Gebäude, dein Job ist es, herauszufinden, ob die Person ins Gebäude will, ein Doppelgänger ist. Wie jeder weiß, Doppelgängers haben die Fähigkeit, sich in eine andere Person zu verwandeln und so zu tun, als wären sie sie. Aber manche sind nicht so gut und sie können Imperfektion haben. Okay, ich checke. Das wird mein Job also sein, die Doppelgänger herauszufinden. Finde die Doppelgänger heraus. Denk dran, immer die Checkliste für jeden Nachbar auszufüllen. Das ist die Struktur von einem Office. Nun erklären wir es, wie es funktioniert. Ah, ich höre zu. Ich habe bis jetzt noch nichts gecheckt. Hier ist das Security-Fenster. Vergiss nicht, jeden zu beobachten, der vorbeikommt. Auf der rechten Seite wirst du Ordner haben mit allen wichtigen Daten von den Nachbarn. Um die Checkliste auszufüllen, schau einfach nach vorne. Dokumente aus der Schublade. Wenn du herausfindest, dass einer kein Doppelgänger ist, darf er ins Gebäude reingehen. Ansonsten drück den Notfallknopf und ruft 3312 an. 3312? Was ist das für eine Notfallnummer? Aber okay, ich habe gecheckt. Um mit DDD in Kontakt zu kommen, benutze das Telefon vor dir. Dein Job ist sehr wichtig. Also, stell sicher, dass du alles richtig machst. Warte, das bin ich? Henry? Der Sicherheitsmann? Alles klar, Freund. Ich dachte, ich bin ein bisschen cooler und mysteriöser, aber naja. Sei wie Henry. Okay, aber besser. Oh, okay, ich glaube, das war der alte Sicherheitsmann. Der wurde gefeuert, Freunde. Aber dafür sind wir da. Wir werden einen besseren Job machen. Freunde, ihr seht es, wir sind jetzt ein Sicherheitsmann. Und, oh, okay. Willkommen und herzlich gut zu deinem neuen Job. Na, dankeschön, dankeschön. Und, oh, ich habe es außerdem geskippt. Wolltest du mir noch irgendwas Wichtiges sagen? Nee? Alles klar, Freunde. Aber unser Job ist einfach. Wir müssen auf jeden Fall schauen, ob es echte Personen sind. Und wenn die Personen echt sind, dürfen wir sie durchlassen. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag. Okay, zeigen Sie einmal den Ausweis. Okay, wir sehen jetzt zum Beispiel Margarete Bubbles. Okay, okay. Und, alles klar. Dann lass uns das Ganze mal abchecken. Okay, Margarete Bubbles. Der Name stimmt. Und wir müssen herausfinden, ob die Person echt ist oder nur ein Fake-Doppelgänger. Okay, Apartment 0203. Der Grund? Ich bin Arbeiter in diesem Gebäude. Ich bin rausgegangen. Okay, in die Sesamstraße. Okay. Apartment sollte hier sein. 0203. Okay, zweite Etage. 03. Okay, da ist sie wirklich. Das bedeutet, das stimmt anscheinend. Okay, ihre ID-Nummer. Junge, okay, kann ich mir nicht merken. Ich lasse sie einfach durch. Pech. Okay, sie hat lockige Haare. Alles klar. Ja, die Augen passen auch. Eine runde Nase, ein großes Lächeln. Okay, Freunde, also ich muss sagen, eigentlich passt alles bis jetzt. Und wir haben hier eine Checkliste. Okay. Okay, der Ausweis. Check. Okay. Aussehen. Ja, wunderbar. Könnt ihr bitte aufhören, mich so anzugucken? Sollte auch checken. Okay, Entry Request ist, glaube ich, Apartment. Okay. Ist sie aber auch auf der Liste. Und, okay, da ist sie. Margarete Bubbles. Ich würde sie jetzt erstmal durchgehen lassen. Und, okay, viel Spaß. Sie können durchgehen. Oh mein Gott, voll. Ich hoffe, wir haben nichts falsch gemacht jetzt schon. Okay, die nächste Person kommt. Schön gut. Ey, stopp, nein. Wir müssen es doch schließen. Ich habe vergessen zu schließen. Oh nein. Oh nein. Okay, sorry, es ist mein erster Tag hier, muss ich sagen. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Guten Tag. Einmal den Ausweis, bitte. Gloria Schmischt. Okay. Ja, okay, ja. Aussehen. Sieht gut aus auf jeden Fall. Passt alles. Gloria Schmischt. Okay, okay. Apartment 0201. Komme von meinem Job als Bankier. Okay. Zweite Etage. Erste Ding. Gloria Schmischt. Okay. Banker. Das passt. ID-Nummer. Irgendwas mit 5-0 am Ende. Ja. Sieht gut aus. Perfekt. Rundes Gesicht. Sie hat auf der rechten Backe so ein Muttermal. Okay. Kurzes Haar. Ohne grüne Nase. Hat sie auch Muttermal? Aha, okay, nochmal Glück gehabt. Steht sie denn aber auch auf der Liste? Gloria Schmicht? Ja, okay, das sieht eigentlich gut aus bis jetzt. Als ob sie auch kein Doppelgänger ist. Ich würde sagen, ja, das soll eigentlich alles passen, oder? Also ist alles in Ordnung. Eigentlich schon. Kannst du die Tür für mich öffnen? Okay, wir öffnen die Tür, Freunde. Ich hoffe, wir haben bis jetzt
keinen Fehler gemacht. Okay, schnell schließen. Wir müssen die Tür auch direkt wieder schließen. Denn die nächste Person kommt. Oh, hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Einmal bitte Ihre Papiere, bitte. Hallo? Papiere? Wow. Warte mal. Wo ist Ihre ID? Wo ist Ihr Ausweis? Wir fragen Sie mal. Ach, es tut mir leid. Ja, ich muss meine ID erstmal zeigen. Ja. Aha. Kein Problem. Luis Stilski. Okay, Luis Stilski. Alles klar. Joa, das Aussehen passt. Kette, Lippen, rechtes Muttermal. Okay, sie hat Haare. Jo. Hallo? ID? Okay, warte mal. Entry Request. Wo ist denn das andere Papier? Wieso gibt sie mir das andere Papier nicht? Wir fragen sie mal. Oh, es tut mir leid. Ich habe es auch vergessen. Ja, na klar. Sie vergessen alles. Kein Problem. Ich habe heute einen guten Tag. Luis, warte mal. Hieß sie Luis? Okay, Luis, stinkt hier oder sowas. Okay. F0101. Okay, erste Etage. Wir checken das ab. Im Apartment. Okay, sie wohnt hier wirklich anscheinend. Ihre IG-Nummer. Sie ist eine Hausfrau. Dicke Lippen. Okay, Muttermal. Rundes Gesicht. Kurzes Haar. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Aber steht sie denn auch auf der Liste? Und sie steht auch auf der Liste, Freunde. Das kann nicht sein. Ich kann euch hier durchlassen. Aber, ja. Schönen Tag. Bitte. Bitte, ich hoffe, wir haben jetzt nichts falsch gemacht oder so. Wir haben bis jetzt fast alle durchgelassen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, schönen guten Tag. Hallo. Ja, einmal bitte Ihre Papiere, bitte. Was ist die Bedeutung vom Leben, dem Universum und alles? Wir müssen antworten? Wir schreiben abonnieren. Einfach abonnieren. Das ist falsch. Alles klar, ich mache hier nur meinen Job, okay? Freunde, like das Video und abonniert den. Tschö. Er geht einfach weg. Alles klar. Schönen Tag noch. Oh, hallo. Hallo. Na? Was geht ab? Robert C. Peachman. Wo ist Ihre Nase? Oh, Freunde, das ist... oh mein Gott. Die Nase. Die Nase ist anders. Wir machen beim Aussehen und fragen ihn mal, wieso er ein anderes Aussehen hat. Mein Aussehen? Ja. Wo ist Ihre Nase? Nase? Ja. Ich wurde ohne Nase geboren. Es ist normal für Menschen. Freunde, oh mein Gott. Gefahr. Notfallknopf. Okay, 3312 müssen wir anrufen. 3? Wie bedienen wir das Ganze? 3, 1, 2. Oh, okay. Wir rufen anscheinend eine Nummer an. Es hat funktioniert. Okay, wir müssen anrufen. Wir haben einen Doppelgänger gefunden. Ein böses Doppelgänger oder sowas. Oh, okay. Du bist verbunden mit DDG. Oh, okay, ist gekommen. Säuberung abgeschlossen. Du kannst deinen Job weitermachen. Okay, und was ist jetzt mit dem Typen passiert? Alles klar, aber... Ha, okay. Vielen Dank. Okay, die nächste Person. Schönen guten Abend. Okay, Freunde, wir haben anscheinend den ersten Doppelgänger hoffentlich gefunden. Okay, erstmal, Arnold Schmicht. Die hat doch eben auch rein. Sind Sie der Mann von der Frau? Okay. Ja, das Aussehen sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Arnold Schmicht, okay. Ich bin eine Residenz von dem Gebäude. Mein Apartment ist, warte mal, okay, das erste in der zweiten Etage. Zweite Etage, das erste. Arnold Schmicht, okay, das stimmt auf jeden Fall. Dicke Augenbrauen, prominenter Schnurrbart. Warte mal. Was ist das für ein Schnurrbart? Das ist kein prominenter Schnurrbart, mein Lieber, ne? Was ist das? Ja, vielleicht hat er doch abrasiert, muss ich sagen. Ich meine, das ist ja möglich. Aber, okay, ID ist erstmal richtig, check. Aber was mit seinem Aussehen? Irgendwas ist doch komisch. Was ist falsch mit meinem Aussehen? Ihr Schnurrbart? Schau dir genau die Fotos an von meinen Papieren und vergleiche sie gut. Ich meine, hier sieht er genau gleich aus. Hier hat er diesen kleinen Schnurrbart. Hier ist so einen dicken Schnurrbart. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich tun? Warte mal, er ist nicht mal auf der Liste. Er ist nicht mal auf der Liste drauf. Okay, er muss weg. Er muss weg. So, auf der Liste ist er auf jeden Fall auch. Und wir fragen ihn mal. Ich bin nicht auf der Liste heute. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, es gibt einen Error. Ich sollte auf der Liste sein. Nee, das glaube ich nicht. Schau dir die Liste genau an. Nein, ich würde sagen... Notfall! Oh mein Gott, wir drücken immer Notfall. 3, 3, 1, 2. Okay, wir rufen an. Komm schon, geht ran. Gefahr, wir haben einen Doppelgänger gefunden. Und... Okay, er wurde erfolgreich beseitigt. Dankeschön. Puh, okay. Das war nochmal knapp, Freunde. Ich glaube, wir machen unseren Job bis jetzt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wir werden auf jeden Fall besser. Und... Oh, da ist die nächste Person. Guten Abend. Vielen Dank für das Papier. Steven Rootboys. Aha, okay. Wo ist Ihr anderes Dokument, Freunde? Ihr anderes Dokument müssen wir bei der Checkliste zack machen. Oh, es tut mir leid. Ich habe es vergessen. Wie, Sie haben es vergessen? Mr. Tomatennase. Okay, er ist auf der Liste. F0303. Okay, alles klar. Wir schauen mal. Dritte Etage. Drittes Apartment. Okay, wohnt hier wirklich? Steven Rootboys. Er ist Pilot anscheinend. Die dicke Nase. Okay, Gläser an, kurzes Haar und einen kleinen Kopf. Aha. Freunde, ich würde sagen... Notfall! Nimm die mit! Kann ich sie rückgängig machen? Oh, tut mir leid.
Es hat sich nur um einen Fehler gehandelt. Also eigentlich ist ja alles richtig. Es sieht genauso aus wie auf den Fotos, würde ich sagen. Die Nase, ich weiß nicht, das Foto ist schwarz-weiß, aber ich glaube, er hat sich ein bisschen erkältet. Er ist auch auf der Liste drauf. Das bedeutet eigentlich, bitte machen Sie keinen Quatsch, okay? Bitte seien Sie kein Doppelgänger. Sie dürfen rein. Oh mein Gott, Freunde. Okay, ich hoffe, ich mache meinen Job gut. Oh, hallo. Ah, schönen guten Tag. Okay, Elonius Sverch. Okay, den Namen brauche ich gar nicht jetzt aussprechen. Aha, okay. Ja. Das sieht gut aus, Elonius Schwerz. Okay, ist alles richtig. Okay, Apartment 1-4. Ich komme von meinem Job als Model. Okay, 1-4. Okay, erste Etage, viertes Apartment. Warte mal, es gibt zwei von euch? Ey, yo. Elonius Schwerz und Selene Schwerz? Okay, die sehen gleich aus. Nur sie hat Mutter mal rechts. Und sie hat Mutter mal links. Warte mal. Sie hat ein rechts Mutter mal. Sie ist Elonis. Okay, das stimmt auf jeden Fall. Ja, sie hat Mutter mal, genau hier auf rechts. Okay. Eine kleine Nase, dünnes Gesicht, langer Hals. Okay, und sie hat einen Zwilling. Warte mal, was sag ich mit ihren Armen? Wieso hat sie solche Nudelarme? Nein. Hier aussehen, mach mir einen Haken, mach mir falschen Haken und fragen sie. Meine Arme? Ja, genau. Was mit ihren Armen? Es war also, ich habe echt viel trainiert gestern. Oh mein Gott. Das ist, was passiert ist. Okay, alles gut. Keine. Alarm! Sie ist eine Doppelgängerin. Sie hat Nudelarme. Sie hat größere Nudelarme als ich. Okay, 3, 3, 1, 2, boom. Yo, Didi, was geht ab? Nehmt ihr mit? Yo, danke, Jeffrey. Danke, Mann. Man sieht sich. Hau rein. Ich weiß zwar nicht, was immer passiert mit denen, aber okay, wir können unseren Job weiter fortsetzen. Oh! Warte mal, der Milchmann, ist er nicht gerade aus Versehen ins Gebäude reingekommen, aber schönen guten Tag, Herr Milchmann. Okay, Francis Moses ist das anscheinend. Francis Moses, okay. Drittes Gebäude, zweites Apartment. Das wird direkt abgecheckt. Okay, dritte Etage, zweites Apartment. Francis Moses, okay. Er hat eine lange Nase, okay. Er hat ein dünnes Kinn, müde Augen, kurzes Haar und hat eine Mütze auf, okay. Aber Freunde, er hat doch die zwei Augenbrauen. Und ich hätte eine Monobraue. Ey, yo. Hat er sich vielleicht auch nicht rasiert oder sowas? Das könnte auch sein. Er hat sich vielleicht ein bisschen gehen lassen. Er ist ein bisschen müde. Hatte keine Zeit, sich zu rasieren. Aber wir fragen ihn mal wegen seinem Aussehen. Warte mal, was ist falsch mit meinem Aussehen? Ihre Monobraue. Schauen Sie sich genau die Fotos an und vergleichen Sie. Ist er überhaupt auf der Liste? Er ist nicht mehr auf der Liste. Kollege Schnürschuh, du bist nicht auf der Liste. Zack, und wir fragen ihn direkt. Auf der heutigen Liste? Ich habe das nicht dazu gezählt. Du hast mich erwischt. Was wirst du darüber tun? Los, ruf deine DDD-Freunde an. Sie werden mich niemals schnappen. Am Ende werden wir unser Ziel erreichen. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich hole jetzt meine Freunde. Tschüss, Kollege Milchmann. Ist mir egal. Ich habe hier meine Leute. Ich rufe die an. Und die werden dich auf jeden Fall schnappen. Die haben den nächsten Doppelgänger, welche Freunde. Yo, hey, was geht ab? Cedric wieder hier. Moin. Ja, genau. Alles klar, Jeffrey. Hau rein. Man sieht sich. Puh, okay, Freunde. Der Job als Sicherheitsbeamter ist echt stressiger als... Was? Oh mein Gott, gedacht. Was war das? Was war das, Freunde? Oh, okay. Oh, unsere Schicht ist vorbei und... Okay, wir haben 4 Doppelgänger auf jeden Fall erwischt. 0 Nachbarn wurden erledigt. Und wir haben 1 Doppelgänger reingelassen. Was? Francis, er hatte falsche Augen gehabt, als ob. Ah, jetzt, Leute, wir haben einen einzigen Fehler gemacht und haben die Note A bekommen. Freunde, wir dürfen keinen Fehler mehr machen. Wir müssen die beste Runde aller Zeiten machen. Wir dürfen keinen Doppelgänger auf jeden Fall reinlassen. Deswegen würde ich sagen, okay, wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Und lassen keinen Doppelgänger rein. Schönen guten Tag. Okay, Freunde, diesmal analysieren wir alles perfekt. Arnold Schmicht. Okay. Aussehen sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Arnold Schmicht, zweites Apartment Nummer 1. Aha, Arnold Schmicht. Schauen wir mal. Zweite Etage, Apartment 1. Dicke Augenbrauen. Okay. Ja, einen Schnurrbart. Er hat einen Hut auf, rundes Gesicht. Kurze Haare. Ist auf der Liste. Sie sind nicht auf der Liste, Kollege. Wir holen meine Checklist auf und zack, sie sind nicht auf der Liste. Wir fragen jemanden nach. Aber bin ich nicht auf der Liste heute? Nö. Ich glaube, es gibt einen Error. Ich sollte auf der Liste sein. Nö, ich glaube nicht. Schauen Sie sich die Liste genauer an. Ja, ich schaue. Junge, der sieht aus wie Thaddeus, der Typ hier. Aber nö, sie sind nicht auf der Liste. Didi, schnappen Sie sich hin. Schnappen Sie hin, Freunde. 3, 3, 1, 2. So, zack. Let's go. Wir rufen ihn sofort an und lassen ihn auf jeden Fall verhaften. Freunde, mir kommt keiner in die Quere. Keiner wird uns diesmal schnappen. Ja, Jeffrey, was geht ab, Kollege?
Nach der Arbeit essen wir einen Döner, okay? Wir beide zusammen. Jo. Okay, ich mach weiter mit meinem Job. Dankeschön. Man sieht sich. Bis gleich. Aha. Sie kennen wir doch schon. Und okay, ist das vielleicht die Zwillingsschwester diesmal mit dem anderen Muttermal? Aber wir schauen mal. Elonis. Ah, nee, okay, das ist Elonis. Rechts Muttermal auf der rechten Seite. Check. Okay, hat die Nudelarme? Okay, diesmal sind ihre Arme normal. Elonis ist Schwert. Okay, erste Etage, viertes Apartment. Erste Etage, viertes Apartment. Okay, da wohnen die beiden Zwillinge zusammen. Warte mal, es gibt sogar eine Apartment Nummer 6996, Freunde. Können wir die auch anrufen? 6, 9, 9 und 6. Okay, können wir da anrufen? Bei ihrem Apartment? Vielleicht können wir ihre Zwillingsschwester anrufen. Okay, es klingelt. Es klingelt tatsächlich, Freunde. Bei der Nummer. Oh, es klingelt wirklich. Mal schauen, ob irgendwer dran gehen wird oder sowas. Oh. Okay, jetzt geht keiner dran. Wow. Stehen Sie denn auch auf der Liste heute? Ja, Elonis, Sverch, alles klar. Okay, sieht eigentlich gut aus. Ich würde sagen, schönen Tag im Gebäude. Sie dürfen einmal rein und... Okay, wir schließen das Ganze. Ich hoffe, es war jetzt keine falsche Entscheidung. Warte, sie war doch gerade hier und... Ey, yo, das ist die Zwillingsschwester. Kein Wunder, dass gerade keiner dran gegangen. Sie ist auch am Start. Selene Sverch ist auch da. Ja, sie haben gerade ihre Zwillingsschwester um eine Millisekunde verpasst. Okay, wo ist aber ihre Entry-Request? Wir fragen sie mal. Hier ist das Ganze. Okay, das ist ein bisschen sus, dass sie das Ganze so spät rausgeht. Selene Sverch. Okay, linkes Muttermal. Okay, ja, ja, ja. Zimmer 1. Genau, erste Etage. Viertes Apartment. Genau, da wohnen die beiden zusammen. Linkes Muttermal. Okay, kleine Nase. Dünn. Langer Hals. Und sie hat einen Zwilling. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Ist sie auf der Liste? Okay, sie sind beide auf der Liste tatsächlich. Okay, ich würde sagen, wir lassen sie durch. Ich hoffe, sie macht jetzt nichts Falsches oder sowas. Oder ist böse oder sowas. Ansonsten, oh mein Gott, haben wir jetzt gleich Nachbarn erledigt. Weil die beide wohl... Oh, ey, yo! Wer bist du? Hallo? Hallo, du da oben? Schönen guten Tag. Und warte, das bist nicht du. Angus Cipriani? Ey, yo! Angus Cipriani? Okay, erste Etage, drittes Gebäude, okay? Erste Etage, drittes Gebäude. Ja, er wohnt da, aber langer Hals, okay, aber so lang? So lang? Okay, er hat einen Hut auf, keine Ahnung, er hat einen Schnurrbart, keine Ahnung, er hat kleine Augen. Kollege, können Sie da bitte runterkommen? Ist immer auf der Liste? Okay, er ist nicht mehr auf der Liste, Freunde. Ich würde sagen, wir fragen ihn alles aussehen, fragen gehen. Er ist nicht auf der Liste, keine Ahnung, was mit ihm ist. Mein Hals? Ja, ja. Das würde ich gerne mal wissen. Er ist immer so lang. Das ist ein bisschen sus, Freunde. Ich glaube nicht. Bin ich auf der Liste heute? Ich glaube, es gibt einen Error. Wissen Sie, was ich glaube? Dass Sie jetzt auf jeden Fall geschnappt werden von meinem Team hier. So, wir rufen direkt an. Zack, es ist ein Notfall. Wir haben auf jeden Fall den nächsten geschnappt. Yo, Jeffrey. Vielen Dank, Bro. Alles klar. Man sieht sich nach der Arbeit. Yo, und ich hoffe, ich habe bis jetzt einen guten Job auf jeden Fall gemacht. Okay, er geht wieder weg. Nächste Etage ist auf jeden Fall da. Wir haben auf jeden Fall noch einige Nachbarn vor, die wir probieren müssen, ins Gebäude zu lassen. Oh, schönen guten Tag. Was? Hast du jemals schon von einem Clown geträumt? Jede Nacht. Hä? Er geht weg. Wie? Oh mein Gott. Wer war das? Wer war das? Er ist einfach verschwunden. Was soll ich denn machen? Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Schön. Junge, Ausweis. Erstmal ID fehlt. Bitte Ausweis geben. Ja, kein Problem. Kein Problem. Okay, wir schauen uns das Ganze an. Mutter mal rechts. Okay, okay. Ja, ja. Dicke Lippen, Hasenzähne, Nase. Aha. Louis Stinky. Okay, Louis Stinky. Louis Stinky. Okay, 1-1. Erste Etage. Erstes Apartment. Louis Stinky. Dicke Lippen. Okay, links hat sie ein Muttermal, rundes Gesicht, kurz, aber... Warte mal, was ist mit ihren Zähnen? Was ist mit ihren Zähnen, Freunde? Hier auf dem Foto hat sie aber nicht solche Zähne. Aha, ich würde sagen, wir fragen sie. Checklist rausholen und ihr Aussehen fragen wir. Meine Zähne? Aha, genau. Ah, sie sind nur, dass ich besser essen kann. Okay, und wissen Sie, wofür meine Hände sind? Um diesen roten Knopf zu drücken, meine Liebe. Und, okay, Freunde, wir rufen Jeffrey an. Wir rufen ihn wieder an. Wir haben den nächsten Doppelgänger gefunden. Sie haben DDD kontaktiert. Yo, alles klar. Sie kommen mir nicht ins Gebäude. Yo, Jeffrey, na, was geht ab? Ich wollte dich nur noch mal sehen und war so ein komischer Clown. Weißt du, was es damit auf sich hat? Naja, ich weiß nicht. Aber da kommt... Oh, okay, die nächste Person. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, gnädige Frau. Gloria Schmicht ist anscheinend da. Linke... Junge, zwei Muttermale und sie hat hier nur ein Muttermal. Ich check das gar nicht ab. Ich check das gar nicht ab. Ich frage sie direkt Aussehen. Hä? Hä? Was mit deinem Aussehen? Hä? Was ist falsch mit deinem Aussehen? Zwei Muttermale? Alles ist in Ordnung. Nö, nö, ich diskutiere nicht.
Ich diskutiere nicht. Sie kommen hier ganz bestimmt nicht in das Gebäude rein hier. Nicht mit mir als Sicherheitsbeamte. Oder warte mal, vielleicht wäre es gar kein Muttermal, sondern einfach nur eine schwarze Ameise oder sowas auf ihrer Stirn. Naja, sie wurde auf jeden Fall, aufgeräumt. Jo, hau rein. Man sieht sich gleich wieder. Okay, die nächste Person ist da. Schönen guten Abend. Er ist auf der Liste. Genau, seine Nase habe ich mir schon gemerkt. Okay, das bedeutet Roman Stinky. Warte mal, Stinky? Yo, deine ganze Familie ist doch da. Gerade eben war deine Frau da. Roman Stinky. Okay, er hat eine Monobraue. Er hat da eine Narbe. Okay, die Narbe stimmt auch. Sieht bis jetzt gut aus. Schauen wir uns mal weiter um. Roman Stinky. Okay, erste Etage, erstes Zimmer. Alles klar. Und er ist ein Schauspieler oder sowas. Okay, erste Etage, erstes Zimmer. Roman Stinky. Mhm, sieht gut aus, sieht gut aus. Er hat eine, okay, große Nase. Okay, er hat eine... Ja, hier hat er so eine Narbe, langes Gesicht, eine Augenbraue und ein Hut. Okay, Hut hat er auf jeden Fall auch auf, nur auf seinen Ausweisbildern nicht. Wollen wir trotzdem mal fragen wegen seinem Aussehen? Was ist falsch mit meinem Aussehen? Ich sehe aus wie immer. Ja, das stimmt eigentlich. Ich meine, er hat ja einfach nur so den Hut angezogen. Ich meine, eigentlich alles passt alles, aber was ist eigentlich, wenn wir sie hier anrufen? Louis Stinky und Roman Stinky, sie wohnen in einer Etage. 1152 ist die Nummer von ihrer Etage. Ich würde sagen, können wir da anrufen? 1152? Geht das Ganze? Warte mal. 1152. Okay, wir gucken mal. 52. Okay, das Telefon klingelt. Vielleicht geht ja seine Frau dran und er ist in Wirklichkeit zu Hause vielleicht. Wisst ihr? Oh! Hallo, Louis Stinky redet hier. Mein Mann ist nicht zu Hause. Okay, das bedeutet, ihr Mann ist nicht zu Hause. Ist er zurück? Ja, Louis Stinky, alles gut. Wisst ihr was, gehen Sie durch. Ich glaube, das ist wirklich der Mann. Das müsste eigentlich der Mann sein. Oh, schnell schließen, zack. Oh, schönen guten Tag, gnädiger Mann. Sie haben echt eine dicke, schöne... Sie haben eine schöne Nase, muss ich sagen. Ihre Nase gefällt mir. Und Sie haben schöne Ohren. Naja, egal, ich mache weiter mit meinem Job. Alf Cappuccino. Okay, Alf Cappuccino. Ja, der hat Monokel, dicke Nase, Schnurrbart. Na, sieht bis jetzt gut aus. Okay, Alf Cappuccino. Dritte Etage, viertes Zimmer lebt er anscheinend. Okay, und er ist ein Richter. Okay, okay. Schauen wir mal. Okay, dritte Etage war das. Viertes Zimmer. Alf Cappuccino. Okay, er ist Richter. Dicke Nase. Okay, Schnurrbart. Er hat Monokel, einen Hut auf und ein rundes Gesicht. Okay, er hat jetzt keinen Hut auf hier, aber das macht eigentlich keinen Unterschied, würde ich sagen. Auf der Liste, da ist der Alf Cappuccino, ist auch auf der Liste, Freunde. Ich würde sagen, ich lasse sie durch. Sie sind so ein netter Mann. Ich muss ihnen vertrauen. Ich glaube nicht, dass er irgendwas Böses im Schilde führt. Oh, okay, wen haben wir denn als nächstes? Hallo, guten Abend. Guten Abend, Nacha Michaelis. Okay, okay, wo ist erstmal hier? Entry Request. Ja, ja, ja. Oh, es tut mir leid, dass ich Ihnen das nicht gezeigt habe. Kein Problem. Ich habe einen guten Tag, Leute. Alles gut. Nacha Michaelis. Okay. Zweite Etage, viertes Apartment wohnt sie. Und okay. Okay, sie hat hier diese Lippen oben unten. Sie hat so Sommersprossen. Sie hat ein blaues und grünes Auge. Ey, yo, das sieht cool aus. Wieso habe ich das nicht? Das gefällt mir. Okay, aber zweite Etage, viertes Apartment. Okay, da ist sie wirklich. Da ist sie. Nacha Michaelis. Okay, sie hat... Oh, rechts Auge ist blau, links grün. Rechts blau... Warte mal. Rechts blau, links grün. Das ist so umgekehrt. Das sind umgekehrte Augen. Lockige Haare. Okay, Sommersprosse und ein rundes Gesicht. Aber warte mal. Rechts blau und links grün. Wir öffnen unsere Checklist und fragen mal, wie in ihrem Aussehen erstmal, ob vielleicht irgendwas anders ist. Was ist falsch mit meinem Aussehen? Schau dir genau die Fotos an und vergleiche sie gut. Ich bin mir unsicher. Sollen wir bei ihrer Zimmernachbarn anrufen? 1346. Okay, wir rufen da mal an. Okay, wir rufen an. 1, 3, 4 und 6, würde ich sagen. Vielleicht ist sie ja zu Hause oder irgendwie sowas die ganze Zeit. Aber wir rufen mal an. Mal schauen, wer dran geht. Hallo, Anastasia ist gerade am Reden. Meine Mutter ist nicht zu Hause. Freunde, wir lassen sie durch. Wir lassen sie durch. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Ich hoffe, es war jetzt kein Fehler. Und Doppelgängerin, wirklich. Ey, yo? Was ist das? Wer sind Sie? Kollege? Sie Ausweis fehlt? Ihr Aussehen? Sie sind nicht auf der Liste? Entschuldigen Sie bitte. Okay. Ich glaube, wir drücken direkt. Ich glaube, das war offensichtlich. Das war mehr als offensichtlich hier. Aha, wen haben wir denn als nächstes? Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.
Wollt ihr mir gar keine Papiere geben? Ausweis? Ihren Grund, wieso sie rein wollen? Ach, es tut mir leid, es tut mir leid. Kein Problem. Okay, Mia Stone ist das anscheinend. Vom Aussehen her sieht es eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ja, das sollte eigentlich passen. Mia Stone. Okay, drittes Apartment, Nummer 1. Okay. Sie ist Lehrerin anscheinend, alles klar. Solange sie mir eine gute Note geben, dürfen sie immer reingekommen hier. Okay, erste Etage, warte mal. Ah, okay, ich hab's verwechselt. Dritte Etage, Zimmer 1. Dritte Etage, Zimmer 1. Mia Stone, sie ist Lehrerin, langes Haar. Okay, kleine runde Nase. Okay, Sommersprossen, ovales Gesicht und dünne Augenbrauen. Okay, ja, das sieht eigentlich gut aus. Steht sie denn auch auf der Liste? Oh, doch, sie ist auch auf der Liste. Und ab jetzt rein mit ihr. Viel Spaß im Gebäude. Freunde, ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, als hätte mir irgendein Fehler gemacht. Und Junge, was ist das? Wer sind Sie? Stehen Sie erstmal auf der Liste überhaupt? Wer sind Sie? Nein, das sind nicht Sie. Alberski Peachman? Nee, Kollege. Also, nee. Nein, es tut mir leid, aber... Kann ich eigentlich direkt anrufen? Hallo, es geht keiner dran. Rufe nicht in DDD, wenn kein Notfall ist. Ah, okay, das bedeutet, wir uns erstmal den Notfallknopf drücken. So, tschüss, schönen Tag noch und das war's mit Ihnen. Aha, perfekt. Und das Problem wurde erledigt. Wow, Freunde, was hat der für krasse Augen? Solche blauen Augen oder sowas? Okay, Isaac Goss ist das anscheinend. Okay, ja, das Foto sieht erstmal gut aus. Er hat Muttermal hier links, das sollte passen. Okay. Nummer 2. Okay, zweite Etage, zweites Apartment. Okay, er wohnt auch ganz alleine. Er hat dicke Augenbrauen, großes Lächeln, ein prominentes Kinn und eine große Nase. Ja, das sollte eigentlich alles passen. Warte mal, er hat kein Muttermal. Er hat kein Muttermal und hier hat er ein Muttermal. Oh mein Gott. Und er ist auf der Liste, aber Freunde, das Muttermal fehlt. Wir fragen ihn sofort. Aha, was ist falsch mit meinem Aussehen? Was ist das? Oder ist das eine Ameise? Ja, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, das muss ein Doppelgänger sein. Das muss ein Doppelgänger sein. Wir rufen direkt hier, zack, unseren guten alten Homie Jeffrey an. Und er hat sich genommen gekümmert. Vom DDD. Ja, okay, vielen Dank, Mann. Okay, wen haben wir als nächstes? Hallo? Okay, Margaret Bubbles, Aussehen. Ja, sollte eigentlich passen. Okay. Apartment 2-3. Zweite Etage. Drittes Zimmer. Jo, Margret Bubbles. Lockige Haare. Hier, linkes Auge ist irgendwie ein bisschen komisch. Runde Nase und großes Lächeln. Jo. Ist die auf der Liste? Ich glaube, es sollte passen. Sie können rein. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube, sie können rein. Okay, mir fällt eigentlich auf 2 Muttermale. Und sie hat auf dem Ausweisfoto nur 1 Muttermal, Freunde. Wo ist denn hier ihr Zettel? Zack, vielen Dank. Okay, zweite Etage. Erstes Zimmer. Und, okay, sie hat nur 1 Muttermal. Und sie hat hier 2. Das würde ich sagen. Tschüss. Doppelgänger auf frischer Tat erwischt. Ah, sie war doch gerade eben schon hier. Ah, okay. Es kann sein, dass sie diesmal die echte Person ist, ne? Okay, diesmal passt auf jeden Fall alles. Er hat kein Muttermal. Okay, das ist wahrscheinlich dann die echte Person. Genau, zweite Etage, zweites Apartment. Genau, und ja, okay, er hat auch kein Muttermal. Und es sollte eigentlich alles passen. Er ist auf der Liste heute. Okay, sie können rein. Okay, Freunde, ich glaube, wir haben eine richtige Entscheidung getroffen. Das war jetzt die echte Person. Oh, und auch hier, er ist wahrscheinlich auch dann die echte Person. Alberski Peachman. Jo, alles klar. Okay, ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber sie sind nicht auf der Liste, Kollege. Kollege Schnürschuh. Nö. Ich lasse mich hier nicht veräppeln. Ich lasse hier keinen Fallchen rein. Okay, mein Arbeitstag ist zu Ende. Jetzt bin ich gespannt, Freunde. Haben wir es geschafft? Okay, wir haben 8 Doppelgänger erwischt. Was? Ein Nachbar wurde erledigt? Okay, wir haben 0 Doppelgänger reingelassen. Warte mal. Okay, wir haben Rank A, ist trotzdem gut. Aber wie wurde ein Nachbar erledigt? Wir haben doch keinen Doppelgänger reingelassen. Okay, lass das Ganze mal abchecken hier. Was sind die Details? Was? Was habe ich falsch gemacht? Ah, okay, Freunde. Ein Nachbar wurde anscheinend erledigt. Ich weiß nicht wie, aber Freunde, ich will auf jeden Fall den besten Job aller Zeiten haben und jeden Doppelgänger erwischen. Keiner kommt mir heute in dieses Gebäude rein. Ich werde alles klar. Tschüss. Ich schaue mir nicht mal irgendwas an. Was war das? Was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Okay, wir rufen direkt an. Jeffrey geht. Mein Arbeitstag beginnt gerade. Und direkt muss er wieder ranrücken hier. Jeffrey, DDD, Kollege. Ich glaube, wir werden uns heute öfter sehen. Okay, Doppelgänger 1 wurde erwischt, Freunde. Das sind alle Leute, die schon mal auf der Liste stehen. Nur die Leute dürfen ins Gebäude rein. Und er steht schon mal. Guck mal, er ist schon mal nicht auf der Liste. Er ist nicht auf der Liste, Freunde. Zack, tschüss. Doppelgänger. Nächster wurde erwischt. Easy.
keine Probleme. So, 3312. Die Nummer kenne ich mittlerweile. Zack, auswendig hier. Wir rufen wieder an. Hallo? Jeffrey? Ich habe den nächsten Doppelgänger erwischt, Kollege. Aha, da ist er ja schon wieder. Frag mich immer, was er immer macht. Ich meine, er sagt, es wurde aufgeräumt. Okay, also Cleaning ist vervollständigt. Er hat alles gecleaned. Also sauber gemacht. Der nächste bitte. Oder die nächste. Hallo. Oder wie auch immer. Okay. Anastasia Michaelis. Okay. Ja, sieht gut aus, das Foto. Sollte passen. Okay. Zweite Etage. Viertes Apartment. Anastasia. Okay. Sie hat müde Augen. Okay. Zwei so Zöpfchen. Okay. Eine kleine Nase und ein rundes Gesicht. Boah, ja. Sieht echt müde Augen. Sie sollte echt mal schlafen. Ist sie auf der Liste drauf? Aha. Anastasia. Nee. Nein. Stopp. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier auf jeden Fall nicht durch. Oh mein Gott. Wir haben so viele Doppelgänger bis jetzt erwischt. Bis jetzt war noch keine gute Person dabei. Ich glaube, diesmal machen wir einen guten Job. Ich glaube, diesmal werden wir auf jeden Fall einen sehr guten Job machen. Und kein Nachbar darf erledigt werden. Kein Doppelgänger darf ins Gebäude reinkommen. Die Liste ist direkt offen für die Personen. Yo! Ey, yo, Würmchen! Jetzt Würmchen! Yo! Was ist das? Was mit dem Aussehen? Wir fragen ihn mal. Würmer? Ja, sie haben da 1, 2, 3, 4, 5, 7! 7 Würmer im Gesicht. Nein, das sind keine Würmer. Das sind Pickel. Aha, aha. Okay, das ist jetzt ein Ausrede, Kollege. Ich lass dich durch, weißt du was? Ich lass dich durch. Nein, dann natürlich nicht, Freunde. Boom. Würmer im Gesicht, das sind keine Pickel, Kollege. Junge, wie viele Doppelgänger wollen hier rein? Was ist das bitte für ein stressiger Arbeitstag heute? Bis jetzt kein einziger reingelassen in dieser Schicht. Das kann wohl nicht wahr sein. Jeffrey, moin. Da bist du wieder am Start. Bleib einfach hier, komm. Setz dich neben mich. Du musst nicht immer wieder extra kommen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch einiges dauern. Und, okay, das könnte eine normale Person sein. Er steht sogar auf der Liste. Er steht sogar auf der Liste. Es ist Steven Root Boys anscheinend. Okay. Vom Aussehen her soll das Ganze passen. Genau. Er wohnt in Apartment 3-3, okay. Und er ist Pilot anscheinend. Dritte Etage, drittes Apartment. Ja, Pilot, große Nase, Sonnenbrille, kurzes Haar und einen kleinen Kopf. Wir rufen trotzdem mal hier bei seinem Zimmer an. 4242. Okay, mal schauen, ob sein anderer Zimmerkollege dran geht. 4424 oder wie war die Nummer? Ah, nee, okay. 4242. Wir rufen bei seinen anderen Zimmerkollegen an, der auf der gleichen Etage wohnt wie er. Mal schauen, was er vielleicht zu sagen hat. Okay, es geht keiner dran. Freunde, wir lassen ihn durch. Wir lassen ihn durch. Ich hoffe, es war keine falsche Entscheidung hier. Oh, schnell wieder schließen. Okay, nächste Person ist da. Lakes Muttermal. Sehe ich direkt schon mal. Aha, Muttermal stimmt auf jeden Fall. Das sieht schon mal gut aus. Hier hat sie auch ein Muttermal. Okay, Louis Stinky ist es wieder. Louis Stinky, okay, erste Etage. Okay, Louis Stinky, Muttermal passt. Dicke Lippen, Muttermal links, rundes Gesicht und kurzes Haar. Joa, das sieht eigentlich gut aus. Okay, sie ist auch auf der Liste. Also wir können sie eigentlich durchlassen. Aber wir können auch mal hier ihren Mann anrufen. Roman Stinky, 1152. Okay, mal schauen, was er zu sagen hat. 1152. Wir rufen mal an, nur auf Nummer sicher zu gehen. Wisst ihr, vielleicht ist sie ja da. Und er sagt vielleicht irgendwas oder sowas. Oder... Oh! Hallo, Roman Stinky redet hier. Meine Frau ist nicht zu Hause. Alles klar, ich glaube, sie wird gleich kommen. Ist sie zurück? Ja. Ich hoffe zumindest. Ich hoffe, sie gehen durch. Okay, ich hoffe, es war richtig. Nächste Person bitte. Okay, er ist sogar auf der Liste drauf. Das check ich direkt am Anfang ab, bevor ich hier mir Mühe gebe. Okay, erstmal ihr Ausweis fehlt. Ausweis bitte, ja. Ja, vielen Dank. McLoy Root Boys, okay. Ja, okay, er hat die Augenbrauen, Nase, Schnurrbart, sollte alles passen. McLoy Root Boys, okay, Nummer 3-3. Und er war gerade shoppen, sagt er. Dann schauen wir mal, dritte Etage wohnt er anscheinend, drittes Zimmer. Okay, McLoy Root Boys. Okay, er hat Schnurrbart, dicke Nase. Okay, er hat so Ziegenbart und, okay, zieht immer. Ein Hut, die steht sogar immer. Und er hat einen Hut an, ne? Okay, das sollte passen. Aber die Frage ist, wie sollte er auf seinem Ausweisfoto? Wieso hat er auf seinem Ausweisfoto aber keinen Hut an, wisst ihr? Können wir ihn wegen seinem Aussehen mal vielleicht fragen? Was ist falsch mit meinem Aussehen? Ich weiß auch nicht. Schau dir genau die Fotos an. Freunde, ansonsten passt eigentlich aber alles. Ich würde sagen, wir lassen ihn durchgehen. Ich hoffe, er ist gut. Ich hoffe, es war kein böser Doppelgänger, den wir jetzt hier aus Versehen reingelassen haben oder sowas. Und da kommt... Nein! Nein!
Wer bist du? Och nö, ich hoffe, er muss jetzt fake sein. Wenn er es der echte ist, dann habe ich ein Problem. McCloy Root Boys. Och nö, Freunde. Och nö. Haben wir einen Fehler gemacht? Etage Nummer 3, Nummer 3. Och nein, es passt auch alles. Nein, wir müssen irgendwo einen Fehler gemacht haben. Es ist doch genau gleich. McCloy Root Boys. Oh mein Gott, müssen wir auf die Nummer achten? Müssen wir auf die Nummer achten? 96451. Oh mein Gott, 96451. Okay, wir müssen in der Etage anrufen. 4242. Oh mein Gott, nein. 4242. Sag nicht, wir haben jetzt die den Falschen reingelassen. Oh mein Gott, bitte geht die mal dran. Es muss eigentlich wer dran gehen. Es sei denn, irgendwer wurde erledigt. Oh, hallo, Steven redet hier. Mein Vater und ich sind im Apartment gerade. Okay, alles gut. Wir erwarten keinen Besucher heute. Okay, das bedeutet, beide leben noch. Alles gut, ist nichts passiert, aber... Junge, aber wo ist jetzt der Unterschied zu ihm? Wir kreuzen mal alles mal falsch an. Vielleicht antwortet er auf irgendwas. Mein Ausweis? Nichts ist damit falsch. Was ist falsch mit meinem Aussehen? Okay, antwortet auch nichts oder sowas. Schau dir genau die Fotos an. Ja, was wir jetzt tun, Freunde, wir können ihn nicht reinlassen. Wir können ihn nicht reinlassen. Wir können nicht zweimal die gleiche Person reinlassen. Ansonsten war es sowieso schon. Ich habe keine Ahnung, ob die erste Person die richtige war oder die zweite. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Ich habe mir alles angeschaut, aber wir haben die erste schon reingelassen. Das bedeutet, die zweite muss draußen bleiben. Ich hoffe, es war kein Fehler. Ich hoffe, Jeffrey, es war kein Fehler. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aha. Hallo, schönen guten Abend. Okay, links blau, rechts grün. Das war gerade eben richtig. Das war davor richtig. Okay, sie hat erstmal hier nichts. So, zeig erstmal, wo ich deine Daten bitte. Vielen Dank, das ist schon mal sass, muss ich sagen. Nacha Michaelis. Okay, sieht gut aus, passt alles. Okay, Sommersprosseln, ja, der Mund sieht auch gut aus. Nacha, okay. Zweites Apartment, genau, hier Nummer 4, okay. Rechtes Auge ist blau, linkes grün. Okay, okay, das hat aber letztes Mal gestimmt. Ist quasi spiegelverkehrt, denke ich mal. Lockiges Haar, Sommersprossen, rundes Gesicht. Ist die auf der Liste? Und sie ist auf der Liste. Wir lassen sie durch. Wir lassen sie durchgehen. Ich bin so gespannt am Ende, ob wir alles richtig gemacht haben und alle Personen richtig durchgelassen haben, Freunde. Das werden wir am Ende auf jeden Fall sehen. Schönen guten Tag, Gloria Schmidt. Einmal bitte. Zack, ihr Papier fehlt noch. Gloria Schmidt. Linkes Muttermal. Linkes Muttermal. Ist sie auf der Liste überhaupt? Ja, okay, sie ist theoretisch auf der Liste, okay. Zweites Apartment, Nummer 1, da ist sie. Links Muttermal, rundes Gesicht. Ist rund, würde ich sagen. Okay, Muttermal rechts, also links, kurzes Haar, runde Nase, jede reinlassen, aber sie sieht richtig aus. Ich glaube, sie sieht gut aus auf jeden Fall. Wir können sie reinlassen. Ach, und es ist hoffentlich kein Doppelgänger, Freunde. Es ist so schwierig. Schönen guten Tag. Okay, ist er erstmal auf der Liste? Guck mal, er ist direkt nicht auf der Liste. Das bedeutet, wir können direkt ihn ausschließen. Perfekt. Das gefällt mir. So geht es am allerschnellsten. Zack. Der nächste bitte. Und, vielen Dank. Okay, das ist wieder diese Zwillingsfrau. Okay, Elonis Schwert. Okay, da hat die Muttermal. Das sollte soweit passen. Okay, genau. Erste Etage, viertes Apartment. Okay, rechts ist das Muttermal, ne? Rechts, rechts, okay. Aber warte mal, jetzt ist es nicht spiegelverkehrt. Jetzt muss das rechte doch eigentlich links sein. Und, oh mein Gott, ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt, muss ich sagen. Okay, ich sehe aber links hat sie Muttermal. Das bedeutet, okay, es ist quasi rechts. Okay, kleine Nase, dünn, jo. Sie ist nicht auf der Liste. Wow. Wir gucken demnächst direkt auf die Liste. Ich glaube, so geht es am einfachsten. Und rufen direkt hier Jeffrey wieder an. Yo, hallo, geht wer dran? Komm schon. Du hast DDD kontaktiert. Yo, DDD, moin moin, alles klar. Wir haben den nächsten Doppelgänger erfolgreich geschnappt. Hoffe ich, nicht zumindest. Was mache ich jetzt mit dieser Karte eigentlich hier? Ich will diese Clown-Karte loswerden. Die schaut mich hier die ganze Zeit an. Ich will die nicht sehen beim Arbeiten. Guten Abend. Guten Abend, Mia Stone. Okay, ist sie gut aus? Ja, sie ist Lehrerin. Dritte Etage, erstes Apartment. Ja, passt. Langes Haar. Mhm. Kleine runde Nase, Sommersprossen, dünne Augenbrauen. Ja, sieht gut aus. Ist sie auf der Liste? Sie ist auch auf der Liste. Und rein mit ihnen. Viel Spaß im Gebäude, würde ich sagen. Puh, okay, Freunde. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen. Und okay, Freunde. Wie viele Doppelgänger haben wir erfolgreich geschnappt? Und wir haben insgesamt 4 Doppelgänger geschnappt. Was? Wir haben 3 Nachbarn erlegt. Oh mein Gott. Und wir haben einen Doppelgänger reingelassen.
Okay. Freunde, ich weiß nicht, was wir falsch gemacht haben. Aber das war unser Job als Sicherheitsbeauftragter. Like und abonnieren nicht vergessen. Euer Wiesheim, Freunde. Sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.